Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Beim letzten Mal waren wir hier in der verlorenen Stadt und haben einen ziemlich geilen Bosskampf gehabt gegen die Untugend. Und der war verdammt schwer. Also ihr habt gesehen, oder ich hoffe zumindest, ihr habt gesehen, wie viele Tränke ich da verbraten habe. Und ich habe mich dann gefragt, habe ich schon einen Zauber übersehen und wo ist das letzte Bienennest? So, die erste Frage ist, beziehungsweise die erste Antwort zur ersten Frage ist, nein, ich habe noch keinen Zauber übersehen, ich habe mich nämlich vertan. Den Zauber finden wir woanders, den letzten aus dieser Ära. Und ich habe mich mal ein wenig umgeschaut und habe das letzte Bienennest entdeckt. Und zwar ist das ziemlich gemein versteckt. Ich habe mich nämlich hier schon mal umgeguckt. Im Video, das habt ihr ja gesehen. So, bin dann hier hingegangen, hab mir so gedacht, ja, da ist ja nichts. Aber von hier aus kann man es sehen. Ich glaube, ich war ein bisschen weiter hinten und habe das von da aus angeschaut. Irgendwie her so und hab mir so geguckt und so gedacht, ja, da ist ja nichts. Fehlanzeige. Da ist das Bienennest, hinter dem Blatt. Also wäre ich hier ein bisschen weiter gegangen, hätte ich das bestimmt gesehen. Aber so, tja, leider verpasst. So, machen wir das erstmal kaputt. Dann, als ich hier hinten... Ja genau, wir kriegen jetzt... Wie, wer hätte das gedacht? Ein Upgrade für unsere gelben Kräuter. Und als ich hier hinten war, habe ich noch eine Kleinigkeit entdeckt. Nämlich, der Sohn des Schuhmachers ist endlich hier. Ja, und es hat einen Grund, warum er jetzt erst aufgetaucht ist. Manu, spielt mir meine Erinnerung einen Streich? Ich glaube, ich kenne euch, edler Ritter. Aber ich habe viele Ritter getroffen, ja, seit ich mit der Arbeit an meinen Stiefeln begonnen habe. Es ist so lange her. Ach, ich bin Willi, der alte Schuhmacher der Stadt. Ich versuche, die schnellsten Stiefel der Welt zu schustern. Ja, und ich glaube, ich habe es beinahe geschafft. Aber ich brauche eure Hilfe, um die Stiefel zu testen und um die Forschung zu finanzieren. Wenn ihr mir 200 Plastiks gebt, könnt ihr meine Stiefel in einem Rennen gegen die Zeit tragen. Ja, und wenn ihr dieses Rennen gewinnt, werdet ihr die größte Belohnung aller Zeiten erhalten. Möchtet ihr das Rennen laufen, edler Ritter? Ja, das klingt doch schon mal verdammt gut. Deswegen werden wir das machen. Die Regeln kennen wir schon. Deswegen lassen wir uns die nicht erklären. Und der Grund, warum er vorher nicht aufgetaucht hat, ist nämlich folgender. Viel Glück, edler Ritter. Auf die Plätze. Fertig. Los. Wir starten eben hier bei dem Dolmen, der in die verbotene Stadt, nicht in die verbotene Stadt, in die verlorene Stadt führt. Und der war vorher noch nicht zugänglich, deswegen konnten wir da auch noch nicht lang rennen. Und deswegen war das Rennen einfach nicht verfügbar. Aber jetzt machen wir das. Und eigentlich ist es ziemlich abzocke, dass wir dafür 200 Plastiks zahlen müssen. Warum, werdet ihr gleich sehen, aber wir machen erstmal das Rennen hier fertig. Oh, gar nicht gesehen, dass es hier links weitergeht. Also... Ja, ihr seht schon, das ist ein bisschen anspruchsvoller. Hier müssen wir sogar springen, um hier hochzukommen. Ich hoffe, ich falle nicht runter. Oh, da rechts. Ha. Naja, aber wir haben glücklicherweise genug Zeit, dass wir uns ein paar Fehler erlauben können. Von daher ist das nicht weiter schlimm. So, jetzt natürlich noch hier hoch und der Typ schwebt mal wieder in der Luft. Klar, das macht er gerne. Das hat er früher schon getan. Ja, du besitzt jetzt die Rennstiefel. Deswegen ist das mit den 200 Plastiks eigentlich eine Abzocke, weil er meint, ja, die brauche ich für meine Forschung, um die Rennstiefel zu verbessern. Aber wie man sehen kann, die sind eigentlich fertig und wir bekommen sie jetzt. Aber ich denke, 200 Plastiks für solche Rennstiefel ist ein fairer Preis. Jetzt mal nicht gerechnet das, was wir schon bezahlt haben. Danke, edler Ritter. Ihr habt gerade bewiesen, dass meine Stiefel endlich perfekt sind. Ich... habe es geschafft. Ach, wenn nur mein Vater das noch sehen könnte. Ach, kein Zweifel, meine Stiefel sind die besten. Ich werde sie euch geben, um euch zu danken. Ja, jetzt könnt ihr damit prahlen, dass ihr der stolze Besitzer des ersten und einzigen Paares seid. Benutzt sie weise. Lebt wohl und nochmals danke. Ich hab's geschafft. Endlich erfolgreich. Tja, also wenn du wirklich nur ein paar davon hergestellt hast, dann hast du dir nicht wirklich deine Rente gesichert. Aber naja, du hast dein Lebenswerk erfüllt oder das Lebenswerk deines Vaters, das du übernommen hast. Und das ist doch auch ein sehr schöner Erfolg. Bevor ich jetzt weitermache, will ich nur mal eben meine Rüstung reparieren gehen, denn die hat... einiges abbekommen im Kampf gegen die Untugend.
oder beziehungsweise im Kampf gegen Zaltila, der ja die Form der Untugend angenommen hat. Und dafür werde ich auch diesmal in die erste Ära gehen, denn da ist es einfach am günstigsten. Wir haben gerade 200 Plastiks ausgegeben, um Remschuhe zu bekommen. Da brauche ich jetzt nicht hier mal eben, was weiß ich, wie viel ausgeben. Aber wir können schon in die nächste Ära reisen, das machen wir noch nicht. Das gehen wir zu Gustus. Mit dem sollten wir auch nochmal reden, was uns Zaltila gesagt hat. Und dann reisen wir in seinem Herrenhaus rüber. Das ist sowieso die bessere Alternative. So, ich zeige euch mal die Schuhe. Die können wir nämlich hier ausrüsten, da wo die ganzen Sachen sind. So. Und damit sind wir um einiges schneller unterwegs, was natürlich ziemlich geil ist. Ich kann bloß nicht rückwärts laufen und nicht kämpfen dabei, was ein bisschen doof ist, aber egal. Fürs Militär ist mir nichts zu schwer. Verbesserne Rüstung. 25 Plastiks, ja, das sind noch gute Preise. Dafür, dass er so eine Rüstung verbessert hat, ja. So eine gute Rüstung, also das ist gut. So, jetzt muss ich die natürlich wieder wegrüsten, weil ich sonst nicht in die Zeit reisen kann. Und diesmal gehe ich mal dahin. Wobei, wisst ihr was? Wir laufen einfach hier zu Gustus Herrenhaus. Nein, tun wir nicht. Ah, ich bin so doof. Wir haben ja das Kräuter-Upgrade noch gar nicht eingesammelt. Das heißt, wir müssen eigentlich in der dritten Ära darüber laufen, wenn wir das haben wollen. Ja, manchmal denke ich nicht mit. Aber nun gut, dann drehen wir halt wieder um. Dann haben wir halt mal eben eine halbe Minute umsonst verschwendet hier. Wobei umsonst verschwendet ist eine doppelte Negierung, oder? Ich meine, wenn man was umsonst verschwendet, entweder man macht es kostenlos oder es ist die doppelte Negierung, was bedeutet, dass man eigentlich was Nützliches tut, oder? Egal. So, Stiefel wieder ausziehen. Na? Und diesmal direkt auf das Herbstblatt gehen, um in die Ära zu reisen. So. Auf geht's. Immer diese Ladebildschirme und gleich werden wir noch einen sehen müssen, weil wir durch das Tor gehen, in den Wald zurück. Aber durch den Wald können wir jetzt ja sehr schnell reisen, da wir die Laufstiefel haben. Und die sind echt, oh, haha, so cool. Sowas sollte es eigentlich auch in anderen Spielen geben. Nicht von Anfang an, also Pokémon hat es ja irgendwann gemacht. Da hat man sie dann von Anfang an bekommen oder fast von Anfang an, ich glaube. Gab es die in Kristall? Nee, in Kristall gab es die Laufschuhe noch nicht, oder? Oder könnte man da so laufen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall in Rubin und Saphir dann für den Game Advance wurden die Laufstiefel ja eingeführt. Oder da gab es sie auf jeden Fall. Und ja, sowas sollte es wie gesagt in allen Spielen geben. Oder zumindest in so einer Art Spiel hier. Third-Person-Action-Adventure. Also, was man alles darunter zusammenfasst. Und ja, halt nicht von Anfang an, sondern wie hier, dass man nach und nach ein paar Sachen machen muss, um die freizuschalten. Das ist schon nützlich. Und halt auch mit so Einschränkungen, man kann nicht gleichzeitig kämpfen und so und bla. Sonst rusht man einfach nur durch. Du hast eine Wahrnehmungsfähigkeit gezeigt, die einem Abenteurer würdig ist. Daher kannst du von jetzt an bis zu 10 gelbe Kräuter bei dir tragen. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt nochmal. Ja, ihr Wölfe. Ha, ich bin viel schneller als ihr. Ha, 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 ha. Tja, ich kann dir in den Arsch treten. So. Ich hoffe, wir finden Gustus schnell. Ich vermute mal, er ist wieder in seiner Kammer oder er ist bei der Sonnenuhr. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, er ist bei der Sonnenuhr. Aber da werden wir einfach mal nachschauen. Wenn nicht, dauert es ja nicht lange, in die Kammer runterzugehen. So, und nein! Ach, verdammt! Ja. Krennig schreibt mir jetzt bestimmt wieder einen Kommentar. Fail bei, was weiß ich, wie lange wir spielen. Wir spielen jetzt 10 Minuten irgendwas. So, fail. Oh mein Gott. So, ganz vorsichtig. Nicht runterfallen, auch nicht durch das Loch halb. Lass dich nicht von den goldenen Funken ablenken. Hopp, so, sehr gut. Hast du brav gemacht, halb. Nein! Halb, wenn du da noch einmal runterfällst, gibt es kein Abendessen. Dann musst du ohne Abendessen ins Bett, ja? Sehr gut, geht doch. Du bist echt so dumm. So dumm. Egal. Die Fässer lasse ich jetzt auch mal stehen. Ich hatte recht, er ist tatsächlich hier. Hallo, mein Freund. Ich habe dich mit deinem Freund fliegen sehen. Deinem Freund Zaltila.
nicht wahr? Dein Flug hat in mir alte, angenehme Erinnerungen geweckt. Halb. Ich bin alt. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr da sein, wenn du... Danke, Halb. Danke, dass du mir ein Lebenswerk gegeben hast. Es ist... Mehr brauche ich nicht zu sagen. Viel Glück. Tja. Es war schön, dich gekannt zu haben, Gustus. Ich werde dich niemals vergessen. Und, tja. Ich ziehe mal eben meine Schuhe aus, denn das macht man einfach so. Wenn man einem alten Freund Lebewohl sagt, aber vielleicht komme ich mal wieder zurück in die Vergangenheit und statte dir einen Besuch ab. Aber erstmal reisen wir jetzt in die Ära Toscans des Vierten, um den schwarzen Ritter in den Arsch zu treten. Und los geht es. Welchen Ladebildschirm werden wir denn diesmal bekommen? Wahrscheinlich hat das irgendetwas mit der Sonnenfinsternis zu tun, die wir auch schon auf der Sonnenuhr gesehen haben. Nein, gar nicht. Ein schwarzer Drache. Tja. Oh, hallo. Wer bist du denn? Er ist es. Er ist es. Das ist Hype. Wow. Fasst ihn, bevor er die Sonnenuhr berührt. Er darf nicht verschwinden. Tja, seid ihr dumm. Okay. Tja, da lief das jetzt mit dem Wiedersehen von Gustus doch um ein bisschen schneller, als wir gedacht hätten, oder? Na? Hype, ich wusste, dass du zurückkommen würdest. Dein schwarzer Ritter musste dich ja kampfbereit erwarten. Dein Ruf ist sogar bis zu ihm vorgedrungen. Er wusste, dass du in seine Epoche zurückkommen würdest. Aber ich habe eine Lösung. Deine Geschichte ist in 3 Almanachen niedergeschrieben. Dem des Enostus, dem der Alchemisten des Labors und dem der Mönchschreiber. Verschaff dir diese 3 Almanache und gib sie mir. Ich werde deine Legende darin abändern, um Verwirrung zu stiften. Aber pass auf! Wenn du dir die Almanache holst, darf dich niemand sehen. Deine Legende darf nirgendwo anders aufgeschrieben werden. Geh. Viel Glück. Ich warte hier. Ich bringe die Almanache zurück, wenn deine Legende abgeändert worden ist. Ich habe schon einige Räuber ausgesandt, dir die geheimen Gänge zu öffnen, wenn dies nötig ist. Wenn die Eigentümer der Almanache dich überraschen sollten, solltest du später wieder zurückkehren. So glauben sie, du bist verschwunden. Ich wünsche dir Erfolg, Hype. Vergiss es nicht, Hype. Du musst mir 3 Almanache bringen. Den von Enostus, den der Alchemisten des großen Labors und den der Mönchsschreiber. Und niemand darf dich sehen, wenn du sie nimmst. Okay. Tja, wir sind also noch nicht ganz fertig mit der dritten Ära, was auch nicht verwunderlich ist, denn wir haben noch nicht so viel gemacht. Ich meine, wir waren einmal wieder in der Vergangenheit beim Park der Tapferin und dann waren wir in der verlorenen Stadt. Viel länger war das noch nicht. Deswegen haben wir jetzt noch einiges zu tun und ich frage mich zwar, warum sie die Almanache wieder zurückbringt. Ich meine, sie könnte sie sich auch direkt holen. Auch wenn man alles über dich auslöscht. Ich werde mich immer an dich erinnern. Hype. Ja, sehr schön. Stehst du auch auf mich? Tut mir leid, ich habe eine Verlobte. Vergiss es nicht, Hype. Du musst mir 3 Almanache bringen. Ja, ja, genau, das kennen wir schon. Dann schauen wir mal eben auf die Karte. Okay, 3 Kreuze. Das heißt, wo werden wir uns zuerst drum kümmern? Sollen wir das in der Reihenfolge machen, die er erwähnt hat, oder? Nee, ich würde sagen, wir gehen erst in das Kloster, das ist als am nächsten. Dann das Laboratorium und als letztes holen wir uns den Almanach von Enostus.
Also wir gehen das von unten nach oben an, genau in der umgekehrten Reihenfolge, wie er sie genannt hat. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Ich werde schnell meine Laufstiefel ausprobieren oder ausrüsten. Und dann gehen wir mal ins Kloster, um da den Eimer nachzustehen. Wow, Moment, kann ich da so rüberlaufen wie Mario? Nein, kann ich nicht. Nur beim ersten klappt das, oder? Hä? Okay, gerade eben hat es geklappt. Ich bin nicht gesprungen, aber... Ich stelle dieses Spiel nicht in Frage. Nein! Ich wette, das ist schon das zweite Fail für diese Episode. Dass es unter den Kommentaren stehen wird. Oder gleich dreimal für dreimal runtergefallen. Viermal. Ja, vielleicht sollte ich hier ohne Laufstiefel rüber. Ich versuch's noch einmal. Hopp. Diesmal ein bisschen... Ich kann nicht rückwärts gehen. Diesmal ein bisschen... Es kann nicht wahr sein, oder? Okay, dann machen wir das mal in aller Ruhe. Ohne die Stiefel. So. Dumm, dumm, dumm. Ganz langsam halt. Ganz langsam. Bloß nicht runterfallen. So. Ja, wer ist ein braver Ritter? Wer ist ein braver Ritter? So, ja. Und jetzt noch ein letztes Loch. Dann hast du es geschafft. Sehr gut, Hype. Hast du gut gemacht. So, und jetzt ab zum Kloster. Ja, lauf. Oh Mann. Wie das jetzt mal wieder unnötig Zeit gekostet hat. Aber ihr seid es ja nicht anders gewöhnt von mir bei Plattformen, bei Sprungpassagen. In denen bin ich nie gut. Okay, auf geht's. Es ist schon ironisch, dass ich dann trotzdem Tomb Raider sehr gerne mag. Was eigentlich sehr viel mit Springen zu tun hat. Und richtigen Springen. Aber egal, reden wir nicht darüber. Reden wir lieber mal darüber, wie wir dem Kloster den Almanach entreißen können. Tja, ich vermute, wir müssen jetzt dadurch, wo beim letzten Mal die Tür verschlossen war. Denn das dürfte jetzt einer der Räuber geöffnet haben, auch wenn ich mich frage, wie er da reingekommen ist. Aber die werden schon sicher ihre Mittel und Wege haben. Und wir werden uns wahrscheinlich wieder durchkämpfen. Ja, durchkämpfen müssen. Alles klar, dann machen wir das doch mal. So. Denn wir wollen ja schließlich in unsere Ära zurückkehren. Ich frage mich zwar, warum er nicht einfach die Leute kämpfen kann. So wie er es schon mal bei der Ankunft in der Ära Taskans des Zweiten getan hat. Aber, keine Ahnung. Vielleicht sind die einfach übermächtig oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sorgt es dafür, dass unser Abenteuer noch ein wenig länger wird. Und wir noch ein paar coole Sachen erforschen dürfen. Von daher nehme ich das dem Spiel gar nicht mal so krumm. Oh, du Blödmann, komm. Mit den Kollegen um die Ecke werde ich auch noch erledigen. So. Wieso hat er mich getroffen? Scheiß Hellebarde. Ja, okay. Unsere Rüstung ist schon wieder angefressen. Das ist gar nicht schön. Und ich komme da durch. Sehr gut. Man sieht, die haben die Säule gegen eine Statue eines Mönches ausgetauscht. Sieht so aus wie eine Playmobil-Figur. Das ist cool. So. Einmal speichern bitte. Ist die Treppe noch da? Komme ich da hoch? Sie ist da, aber ich komme nicht. Doch, ich komme hoch. Interessant, okay. Moment, ich will erstmal hier durch diese Tür gehen. Die ist nämlich neu. Die gab es in der Ära Taskans des Ersten noch gar nicht. Was haben wir denn hier Interessantes? Hallo? Noch eine Statue und ein Schild. Res Historica. Der Schreibsaal wurde vom Rat der Schreibermönche nach dem Kriege gegen Taskan den Ersten eingerichtet. In der Zeit der Zurückgezogenheit nach diesem Kriege haben die Schreibermönche die Geschichte des Königreichs sowie ihre eigenen geistigen Grundsätze niedergeschrieben. Okay, klingt interessant. Was haben wir hier drin? Ein roter Trank. Oh, den kann ich sehr gut gebrauchen nach dem letzten Bosskampf. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh nein, ich erinnere mich. Ich muss mal eben einen anderen Zauber ausrüsten. Ja, der... Wobei, der macht zu wenig Schaden. Machen wir mal die Dreieinigkeit. Okay. Ein Eindringling! Schnell! Schützt die Bücher! Schließt das Gitter! Okay. Das ist natürlich schlecht. Da müssen wir später nochmal wieder kommen, wie sie es gesagt hat. Was steht denn hier? Monitum Publicum. Alle Mönche sind angehalten, ihre Arbeit zu beenden, wenn die große Glocke des Klosters läutet. Sie sollen sich anschließend zur Meditation in ihre Gemächer zurückziehen, wo auch immer die sind. Aber das ist ein Hinweis, denn hier kommen wir nicht durch, solange der Mönch da ist und arbeitet. Das heißt, wir müssen jetzt den Turm erklimmen und die Glocke läuten. So. Mir sind diese Banner da
nicht geheuer. Ihr werdet noch sehen, warum. Okay. Dumm, dumm, dumm. So viele Wachen. Das ist natürlich nicht schön. Aber nun gut. Gehen wir den Turm auf. Ich glaube, es wäre wirklich einfacher gewesen, wenn Nolin die gestohlen hätte. Denn wenn sie sie zurückbringen kann, kann sie sie mit Sicherheit auch stehlen. Aber egal. Ich meine, wenn sie sie einfach nur zurückgibt, dann... Würden die Leute doch die Bücher überprüfen, oder nicht? Oder doch? Oder keine Ahnung? Ich weiß es nicht. Naja, hier waren wir ja schon mal oben. Ist das eine animierte Rüstung? Ja, Tatsache. Wieso haben die sowas im Kloster? Das ist aber mysteriös. Naja, egal. Die werden schon ihre Gründe haben. Solange wir den Schalter umlegen können und weiter nach oben steigen können. Oh, ich habe gar nicht, ich muss mal auf die Zeit gucken. Ach, egal. 20 Minuten haben wir oder 21 Minuten haben wir gerade. Ich werde jetzt noch die Glocke läuten und den Almanach nachholen. Und dann ist ja da direkt auch ein Speicherpunkt. Von daher wird das mal wieder eine 25-Minuten-Folge. Ich denke mal, das ist in Ordnung, oder? Habt ihr was dagegen? Ich glaube nicht. Außerdem geht das Projekt so schneller rum für die Leute, die es nicht gucken wollen. Was natürlich jetzt natürlich keiner mitbekommt. Aber egal. Also keiner von denen... Ja, du kannst da unten bleiben. Ich werde nach oben gehen und noch ein paar weitere Rüstungen verkloppen. Drei auf einmal. Tja, das wird hier langsam richtig anspruchsvoll hier. Okay, au. Warum hast du den nicht getroffen? Komm. Geh kaputt. Geh kaputt. Lass mich zum Schalter. Der wird doch irgendwo hier sein. Nein? Wo ist der Schalter? Da ist der Schalter. Okay, schnell, bevor die Rüstung wieder aufwachen. Nicht verhauen. Eieiei. So. Bleibt er einfach liegen. Ich will nur noch... Oh, wir haben es sogar schon geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Balken erklimmen. Und dann können wir die Glocke schon läuten. Oh, das ist ein Bogenschütze. Ich glaub's nicht. Okay, komm. Da gehe ich mal eben in den Nahkampf. Denn da komme ich schnell hin. Leider ist die Rüstungsplatte weg. Das ist schade. Ich gehe erstmal nach unten. Vielleicht... Oh, ist da ja noch irgendwas. Aber genau wie in der ersten Ära ist da nichts. Und sie haben den Boden repariert. Wo der Dicksack... der Dicksack. Ich wollte entweder sagen, der Dicke und ich wollte sagen, der Fettsack. Und was kam raus? Der Dicksack. Super. Wo der Fettsack runtergefallen ist, der, oder wie der Depp vom Dienst es schön ausgedrückt hat, der etwas korpulentere Mönch. Haben sie repariert. Sehr fleißig, diese Mönche. Aber das wäre ja auch ein Unding, wenn das... Aua. Das immer noch nach... Okay. Du gehst mir auf die Nerven. Du wirst jetzt sterben. Bevor ich es nicht... Bevor ich es tue. Komm, hopp. Na, einen verträgst du noch. Haha, ausgewichen. Jetzt brauche ich erstmal einen Trank. Oder zwei. Super. Ich glaube, ich sollte mir mal demnächst in der Stadt welche kaufen. Ich habe eigentlich keine... Ich glaube, ich mache das Rennen, aber... das dauert zu lange. Und ich brauche eigentlich jetzt das Geld für nichts mehr. Das, die großen Investitionen waren... Na toll. Waren die Rennen der Schuhmacher... Aber da wir jetzt die Schuhe bereits haben und es keine weiteren Rennen mehr geben wird, zumindest soweit ich das weiß, ich wüsste jetzt nicht, wo wir noch Rennen machen sollten, denn die Schuhe sind fertig und müssen nicht weiter erforscht werden. Jedenfalls brauchen wir das Geld nicht mehr. Das heißt, wir können uns damit ohne Probleme Heiltränke zulegen, was wir auch sehr brauchen werden. Wir haben schon wieder 440 Plastiks. Also ja, das werden wir tun. Ich glaube, rote Heiltränke... Gab es schon in Ära 2, ja. Das heißt, die werde ich definitiv da holen, weil sie da billiger sind als hier in Ära 3. Genauso wie gelbe Kräuter, da kann ich auch ein paar gebrauchen. Blaue Tränke, weiß ich gar nicht, ob ich die holen soll. Die heilen eigentlich so wenig. Das bringt mir nicht so viel. Da habe ich in einem Kampf direkt alle wieder weg. Ich meine, für einen Notfall vielleicht mal, aber... Oh Gott, das war die Passage, wo ich so gerne runtergefallen bin. Da muss ich nochmal genau gucken, so... Vorsichtig. Vorsichtig. Sehr schön. Erwartet hier uns wieder ein Gegner? Nein. Fleder... Oh Gott. Ich glaube, da gibt es eine Möglichkeit, einfach die Glocke ringen. Dann müssten die kaputt gehen. Oder auch nicht, aber... Oh Gott. Oh Gott. Ich hasse Fledermäuse. Ne? Was ist denn mit denen? Ey, sie sind tot. Cool. Sie sind so gestorben. Sehr gut. Die Rüstungen sind auch...
Es war eine gute Idee, die Glocke zu läuten, dann wegzuläuten. Also erst die Glocke zu läuten und dann mich um die Gegner zu kümmern. Auch wenn meine Rüstung jetzt wieder fast kaputt ist. Monitum Publikum. Alle Mönche sind... Okay, das hat mir schon unten gelesen. Das müssen wir uns nicht noch einmal antun. Und ich sollte die Folge langsam beenden. Ich glaube, das wird eher eine halbe Stunde als 25 Minuten. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich froh darüber bin, dass es keinen Fallschaden in diesem Spiel gibt? Ich glaube, dann würde ich sehr viele Tode dadurch sterben. So, komm, geh da hoch, Hype. Und hier auch noch, bitte. Und dann kannst du einfach runterrennen. Oder runterspringen. Kann ich, Moment, kann ich oben in der Mitte runterspringen? Das wäre natürlich noch schneller. Dann bin ich sehr schnell unten. Und kann mir schnell den Almanach schnappen. Nein, das geht nicht. Okay. Dann kann ich nur in der ersten Etage runterspringen, oder? Ja, da ging es auch nicht. Na gut, aber das Treppen runterrennen dauert ja auch nicht allzu lange. Von daher ist das nicht so schlimm. Moment, wo kamen wir? Okay, da vorne kamen wir rein. Das heißt, hier müssen wir in die Bibliothek der Mönche gehen. Gerne Musik. Tja, und jetzt wisst ihr, warum mir diese Banner nicht geheuer sind. Oh, ich hasse diese Kerle. Ich hasse sie so sehr. Vor allem als Kind habe ich mich total vor diesen gegruselt. Und die sind gar nicht mal so schwach. Also die haben mehr drauf als die... Oh, als die normalen Soldaten, wie ihr hier schon sehen könnt. Hallo? Nehmt das, aber... Ich dachte mir schon, dass sie gegen Feuermagie immun sind, denn es sind halt einfach nur Pappviecher. Oh, Gott sei Dank. Also, ich hätte jetzt keinen Nerv gehabt, mit dem Schwert gegen die zu kämpfen. Aber nun gut, gehen wir mal in die Bibliothek und erledigen direkt mal so eine Rüstung. War ja klar, dass wir hier noch Wächter haben. Komm, geh kaputt. Vielleicht hätte ich doch die Folge beenden sollen. Was erwartet mich noch hier? Oh Gott, das sieht noch nach viel aus. Okay, Leute. Ich denke, ich werde den Part doch hier beenden und mir den Almanach in der nächsten Folge krallen. Denn wir haben schon wieder viel zu viel Zeit verbraucht. Das sind fast 30 Minuten. Und ja, dann ist das doch ein schöner Cliffhanger hier, nachdem wir von Pappsoldaten angegriffen worden sind. Ja, man sollte die Sätze beenden, wenn man sie anfängt. Wobei, das ist nicht immer eine gute Idee. Manchmal kann es auch gut sein, wenn man seinen Satz einfach verschluckt und nicht komplett ausspricht. Aber egal. Das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dann.